Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid bei Let's Play Armored Warfare. Und heute darf ich euch wieder mal ein neues Fahrzeug präsentieren, und zwar den WZ-1224 oder 1224, je nachdem, wie man den aussprechen will. Hierbei handelt es sich um ein neues Premium-Fahrzeug, und zwar aus dem neuen Tech Tree, wie man hier sieht, vom Zhang. Und den gibt es dann hier als Premium-Fahrzeug zu erwerben. Der ist ein Tier 5, in dem Fall ein Kampfpanzer, und weil es sich anbietet, vergleiche ich mal den WZ mit dem T-72, was ja auch ein Premium-Gefährt ist. Und dadurch, dass die Japaner, beziehungsweise Entschuldigung, die Chinesen sehr stark sich an den Russen orientieren, sind diese beiden eben dementsprechend schon ein bisschen vergleichbar. Ja, wir schauen mal den Alpha-Schaden, da sehen wir, da hat der T-72 Ural deutlich mehr, und zwar über 100 statt 331, 445, hat auch mehr Durchschlag statt 300, nämlich 325. Dementsprechend ist der Schaden pro Minute etwas besser als beim WZ. Die Trefferpunkte, auch da differieren die beiden, 1620 zu 1555, und besonders die Wanne ist härter vorne als beim T-72. Dafür wiederum gegenteiliges Spiel. Der Turm vom WZ ist deutlich weniger strapaziös. Allerdings hat er dafür aber auch eine etwas andere Form, die man natürlich nicht unterschätzen darf. Mobiler ist er, der WZ. Der ist nämlich 64,8 km/h flink und beschleunigt auch von 0 auf 32 in 7,65 schneller als der mit 8,0. Sichtweite und Tarnung 370 zu 385 und natürlich aber auch ein Thema Geschützneigung, minus 6 Grad bzw. minus 1, und da hat der WZ etwas weniger, nämlich minus 3 Grad. Dreht dafür aber den Turm schneller und hat auch eine bessere Einzielzeit. Unterm Strich also ein schon spannendes Gerät. Die Geschichte: Der Kampfpanzer WZ 1224 wurde in den frühen 1970er Jahren in China als experimentelles Fahrzeug entwickelt und sollte den Typ 59 ersetzen. Wie viele andere chinesische Panzer ist auch dieses Modell stark von sowjetischen Fahrzeugen inspiriert gewesen. Nach umfangreichen Tests wurde beschlossen, den WZ-1224 nicht in Serie gehen zu lassen, sondern bei seiner Entwicklung gewonnene Erkenntnisse bei der Produktion des WZ-1226 einzusetzen. Ja, ich denke, das sind dann genug der Worte, und nun lasst uns mal ins Gefecht springen und schauen, wie er da so performt. Da sind wir jetzt also auch im Kampf und sehen hier das gute Stück wirklich jetzt gleich in Fahrtbewegung und allen drum und dran. Sehen hier, wir sind Top-Tier und dementsprechend, ich lade gleich auf Heat nämlich. Also da werden wir dementsprechend auf jeden Fall mit Heat gut klarkommen. Ich werde mich auch wohl gleich Richtung hier diesem Areal bewegen. Da ist nämlich immer ein bisschen was los. So. Wenn er in der Bewegung ist, dann ist er auch schon ganz okay. Für einen Kampfpanzer darf man nie vergessen. Die sind ja eigentlich normalerweise die fetten Jungs. Aber da kann man schon arbeiten mit. So, und jetzt will ich natürlich auch gerne hier direkt jemand beballern. Aber noch ist niemand zugreife, ne wahr? Erstmal ein bisschen Slow Play, nicht zu schnell, nicht zu viel riskieren. Auch immer natürlich hier zwei Artis im Spiel, dementsprechend sollte man immer ein bisschen aufpassen. Aber wir können jetzt hier so peu à peu mal ein bisschen vorrücken.
So. Den ersten direkt mal verpasst. Wir haben uns ordentlich erwischt. Er hat mich auch erwischt. Und nun ist er aber finito della musica mit ihm. Ja, und auch du bist weg. Ich muss aufpassen, nicht, dass der andere von da vorne erscheint. Aber das schaut ganz gut aus. Nee, der ist da wieder. Upsala. Jo. Nee, so leicht mache ich es dir bestimmt nicht mit deiner Rakete. Schade, dass der jetzt nicht weiter vorkommt. Ziel identifizieren. Nee, war nix. Oh. Zielalarm. Immer ein bisschen aufpassen natürlich. Arti kommt jetzt auch noch rein. Gott sei Dank kein dicker Schaden. Aber genug, um mich hier zu vertreiben. Bin ich doch gerade theoretisch irgendwie drauf gekommen. Dachte ich zumindest. Jetzt kann ich hier versuchen, mal ein bisschen die Stellung auszunutzen. Wir wollen es jetzt wirklich auch nicht übertreiben. Das ist ja auch noch eine knappe Kiste hier in dem Gefecht. Unser Team drückt da oben weiter. Und jetzt will ich hier so ein bisschen mal flankieren. Da ist die Arti offen. Also die Artis werden jetzt auch gleich sich erstmal um unsere da oben kümmern. Das ist meine Chance, das hier zu nutzen. So. Haut er echt ab. Sie haben uns erwischt. Da kenne ich jetzt aber sowas von nix. Wir haben noch ein bisschen Hitpoints, dementsprechend brauche ich auch nicht hier zu langsam spielen, sondern kann hier ruhig mal drauf drücken. Bin offen. So, weg mit dir. Bin ja schon auch gespannt. Credit-Ausbeute ist ja auch immer so ein Thema mit Premium. Aber die Runde lief ja ganz okay. Man darf ja nicht vergessen, Tier 5 und gemachte 2200 Schaden. Damit kann man wirklich leben. Ja, da war es fast klar, dass ich auf den nicht mehr drauf komme. Aber unterm Strich glaube ich, 3 Kills, 2200 Schaden.
933 gefangen und am Ende aber trotzdem noch knapp über 700 gehabt. Und jetzt sind wir, wie gesagt, gespannt, was hier so an Credits dann damit eingefahren werden kann. So, wir haben auf jeden Fall mal den Aufklärer bekommen, eben 2200 Schaden, 8 erst spät und 181.000 mit Premium raus. Wir sehen hier auf Platz 2 im Team gelandet, sowohl von den XP als auch im Schaden. Und ganz genau muss man sagen, 172.000 ist das Nettoergebnis, also das ist das, was ihr am Ende ausgezahlt bekommt. Ja, ich denke, mit dem Panzer auf seiner Stufe, ich mag ja eher so das Mittier, kann man schon durchaus was anfangen, welchen ihr euch davon in der Tendenz lieber holen würdet, also T72 oder sonstiges, das müsst ihr natürlich immer selber am Ende entscheiden. Ja, aber dadurch muss ich sagen, ich finde, die Runde war ganz gelungen. Ich hoffe, euch hat es ebenfalls gefallen und wenn ja, lasst mir doch einen Daumen da. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.